wieder hallo und herzlich willkommen an alle Freizeit- und Wochenendkrieger. So, gib mir 5. Na komm, gib mir 5, kleiner Mann. Gib mir 5. Na komm, gib mir... Oh, komm schon, gib mir 5. Oh, dann halt nicht. Dann geh auf die Couch, mein kleiner Couchkrieger. Ja, ist wohl nicht so begeistert. So, wir haben hier meditiert und Quest aktualisiert, Fechtunterricht. Alles klar, jetzt wird der Weg auch angezeigt. Vielleicht sollte ich ab und zu mal genauer lesen. Was ist hier los? Hey! Warum? Hey! Da ist der Kopf ab. Jo. Das waren wohl Leute von Hurensohn. Der spricht nicht mehr mit mir. Ich glaube, ich habe mich gepisst. Ah, ist ja widerlich. Ja. Ah, so, so, so. So, aber jetzt hier Schwert wieder einstecken. Keule. Nein, nicht das andere. Nicht das andere rausholen. So. So, machen wir auch direkt weiter mit der nächsten. Also für euch ist es natürlich der nächste Tag, die nächste Folge. Für mich ist es hier. Oh, das kann ich nicht tun. Geh da hoch, ich will das haben. Nein! Sammel das ein. Nein, ich komme nicht dran. Och Mann, das ist aber ärgerlich. Okay, ja, ich gehe direkt zu. So, jetzt machen wir hier mal einen auf Fechtlehrer. Coole Sache. Möchte wirklich wissen, was passiert, wenn die Gosse verstopft ist? Das will ich nicht unbedingt wissen. Nee, nee. Ja, geil. Mit dem Regen kommen die Schnecken raus. Wir fangen welche und machen ein Rennen. Ja, Schneckenrennen. Servus Keule, ich bin's wieder. Hallo. Der Fechtlehrer. Willst du hier was Bestimmtes? Eigentlich deinen Kopf, aber ich darf nicht. Ich habe eine Fechtstunde mit Rosa. Gerald von Riva, ja? Ja. Frau Rosa ist spazieren gegangen. Ach. Bei der Tempelbrücke hat sie gesagt, du sollst sie begleiten. Das wird wohl eine interessante Stunde. Danke. Nein. Was ist das jetzt? Na, das wird ja toll, den Regen zu begleiten. Was macht man nicht alles für Geld und Schätze hier? Ah. Wir haben schon 95 Wasser. Das können wir gleich mal. Nein! Jede Menge Zwergenschnaps, also irgendwann muss ich das mal versuchen mit dem Besaufen. Deine schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung des Ewigen. Ja, ja, das ewige Feuer ist auch eine Beleidigung für meine Augen. Aber wehe, ich verprügel sie, dann kommt ja die Stadtwache und wollen nicht verhauen. Die sind vom Level noch viel höher. Hier laut Karte nicht auch noch irgendwo das Anschlagbrett? Kann ich das? Ja, 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 ja. Also dann nehmen wir hier das Sidequest mit oder Nebenquest oder wie es auch immer heißt. Da sind wir doch auf einem ganz guten Weg. Nehmen wir auch gleich die Anschlagtafel mit. Muss ich jetzt abbiegen? Oder komme ich sonst nicht dran? Nee, 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 das passt schon. Das ist genau die Richtung, wenn ich das richtig. Wenn ich das richtig sehe. Jawoll. Zu
zieh die Waffe! Ja. Oh nein. Du schon wieder? Der Volltrottel. Willst du noch mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Ja. Ich habe keine Zeit, dir noch eine Lektion zu erteilen. Ich werde dir die Lektion erteilen. Ernsthaft? Na. Erbärmlich. Ach, kommt hier. Dann machen wir mal den hier. Dann... Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, aber nächstes Mal... Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Ja. Abwarten. Viel Aufregung über viel Regen. Gut, dann haben wir halt das Quest mal auf direktem Wege gelöst. Ja, dann Runde der Nebenquests. Aber bevor ich zum Treffpunkt... und da ist auch gleich noch ein Fragezeichen. Mal sehen, wo uns dieses Quest hinführt. Und danach nehmen wir das Fragezeichen mit und... Ewald, hier drüben! Jawohl. Es wird nicht automatisch aktiviert, dann würde ich sagen... da ich sie erst anquatschen muss, hole ich mir das Fragezeichen. Hier Wegpunkt platzieren und dann schwimme ich noch rüber zum Anschlagbrett. So im Anschluss und... Ja, dann geht's mit dem Quest weiter. Oh, wie solltest du das eigentlich nur nehmen und nicht runterdrücken? Schön Glückwünsche. Oh, ja. Da ist ja vielleicht was Schickes dabei, wenn nicht. Das gibt Kohlen. Ja. So, dann müssten wir doch die Richtung. Herrliches Wetter zum Rumsitzen in der Kaserne. Ja, zum Anschlagbrett kommen. Das nehmen wir nämlich auch noch mit. Die sieben Katzen und die eine faucht mich an. Das ist ja sehr liebenswürdig von mir. Achso, muss ich das hier eigentlich anklicken, um es zu aktivieren? So, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, aber... Ja. Das ist, ich kann noch nichts stehen lassen, so. Nur das Anschlagbrett und dann zurück zur Quest. So. Naja, wir haben ja immerhin noch eine zwischendrin. Warnung, blablabla. Wer auf sie eine Krawall macht, andere Gäste belästigt oder Kellnerin begrapscht, wird umstandslos rausgeworfen. Ja, gut. Warnung. Zimmer zu vermieten. Vermisster Brief, Kellnerinbesuch und Tagesgericht. Gut. Wenn der Quest dabei war, haben wir es. Wenn nicht, dann kamen wir selber noch jetzt zurück zu dieser Quest. Ja.
So, schauen wir mal. Gebummelt wird nicht. Jetzt ist natürlich noch die Frage offen, welcher der Zwillinge hat uns jetzt wirklich hierher gelockt? Kann man da reingehen? Kann man da reingehen? Das müsste jetzt doch. Wieso kann ich das nicht? Ah, danke. Na, verschlossen. Die Sache ist, wenn es verschlossen ist, kann man vielleicht irgendwo Schlüssel finden? Da muss ich mal nachgucken. So. Okay, Kleine, los geht's, ja. Hast du immer ein nilfgaardisches Regiment dabei, wenn du spazieren gehst? Immer. Papas Befehl. Es ist zu deinem Schutz, Rosa, Liebes. Die Leute hier hassen uns. Warum? Was habe ich denen getan? Doch genug davon. Soldat, du kannst gehen. Aber seine Exzellenz, der Botschafter Vaatra, hat gesagt... Na und? Diese Exzellenz sagt was anderes. Erkennst du ihn nicht? Das ist Geralt von Riva, der beste Schwertkämpfer, den der Norden je gesehen hat. Jo. Mit ihm bin ich sicher. Also los, rasch. Links, 2, 3, 4. Endlich. Gehen wir, Geralt. Ich will dir was zeigen. Ich dachte schon, es hängt sich ja auf. Du benutzt mich. Das mag ich gar nicht. Und ich mag keine Spitzenrüschen und keine redanischen Romane, aber beschwere ich mich? Komm jetzt mit. Na gut, jetzt muss ich da hinterherlaufen, der Alten. Sag bloß, wir wären hier zum Anschlagbrett gekommen. Ich gehe davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet. Ja, alles wird immer beobachtet. Bla, hier! Weißt du, ich dachte, wir könnten die Stunde auch an der frischen Luft abhalten, statt in einem feuchten alten Verlies. Ein Duell auf einer Brücke, wie in den Romanen. Zieh das Schwert! Ich habe nur mein Stahl- und mein Silberschwert. Wir sollten mit Übungswaffen kämpfen. Sollten wir. Aber gerade du solltest doch wissen, dass die Dinge, die man nicht tun sollte, besonders viel Spaß machen. Hör mal, ich will dich wirklich nicht verletzen. Ja, besser ist das. Hör auf, mich zu bevormunden, sonst verletze ich dich. Und jetzt en garde. Mir bleibt keine Wahl. Sag mal. Die alles oder was? Au! Au! Halt! Ich ergebe mich! Alles klar? Ja. Eigentlich hast du nur meinen Stolz verletzt. Du hast doch wirklich geglaubt, dass du mich besiegen kannst. Wieso interessierst du dich überhaupt fürs Feld? Sammy von Riva! Ich langweile mich. Ich habe hier keine Freunde. Mein Vater hält mich an der kurzen Leine. Ein Bankett nach dem anderen. Ich hasse Bankette. Öde Gespräche, schreckliches Essen, schwache Getränke. Genau. Mit dem Schwert in der Hand kann ich wenigstens etwas Spaß haben. Etwas Dampf ablassen. Na schön. Und nun? Wir sollten zurückgehen, aber... Entschuldige, Geralt. Das klingt jetzt komisch, aber würdest du dich kurz umdrehen? Mein Korsett ist verrutscht. Es kneift furchtbar. Ich verstehe, dass Frauen hübsch aussehen wollen, aber im Korsett kämpfen? Das bremst doch. Rosa? Ich wette, das ist die andere. Ist weggelaufen. Vaatra bringt mich um, wenn ihr was zustößt. Ich muss sie finden. Jupp. Kann nicht mehr weit sein. Weitergehen! Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Ja, ich habe auch so einiges im Blick. Ich will einen Hexer abhängen. Du gehst deinen Weg, ich geh meinen. Sehr galant, doch ich muss ablehnen. Oh.
Nein, ich wollte... Bist weit weg von zu Hause, nicht wahr, Schätzchen? Und wer weiß, ob du je wieder zurückkommst? Das ist die Tochter des Botschafters Vaatre. Sie genießt diplomatische Immunität. Ich verstehe den Scheiß nicht, den du redest. Aber du liebst die Schwarzen, das ist offensichtlich. Nicht ist doch klar, Lukas. Hexer fühlen sich von Monstern angezogen. So ist das eben. Aber diese Bestie... Oh, um die kümmern wir uns selber. Oh ja, jetzt kommt Jedi-Power. Ich glaube, ihr habt die Dame beleidigt. Entschuldigt euch, so höflich wie ihr könnt. Vergib mir, meine Dame. Es tut mir so leid. Du bist dran. Sei höflich wie dein Freund. Verbeug dich und sei woanders ein Patriot. Na? Lukas und Kobe. An diese Namen werde ich mich erinnern. Und wenn der Kaiser Novigrad einnimmt, werde ich sie finden und dann werden sie büßen. Nur ruhig. Sie haben dir doch nichts getan. Sie haben ihre Hand gegen mich erhoben. Das reicht aus, um sie abzuschlagen. Und du fragst dich, warum die Leute hier Nilfgaard hassen. Ich dachte, du wärst anders als die anderen Nordlinge. Dass du uns verstehst. Unseren Gerechtigkeitssinn. Ich habe mich geirrt, wie ich sehe. Du solltest jetzt nach Hause gehen. Und nimm den kürzesten Weg, nicht den mit dem schönen Ausblick. Verstehe. Leb wohl, Geralt. Und viel Glück auf deinem Weg. Verflucht. Das war mehr als merkwürdig. Die ganze Aufgabe. Was? Schafft eure Frauen weg, da kommt ein Hexer. Das ist alles nicht mal ein Hundepimmel wert. Was? Das ist nicht mal ein Hundepimmel wert. Das ist aber interessant hier. Sieh dir den Mutanten an. Ja, willkommen bei Zu den Sieben Katzen, der glücklichsten Taverne in der Stadt. Wie man so sagt, sogar die Kater nach unserem Wein bringen Glück. Ah, okay. Ja, dann zeig mal, was da ist. Was gibt es heute im Menü? Ja, Quintkarten kaufe ich, auch wenn ich nicht spiele. Ich glaube, das gehört zu seinen Questen mit dazu. Na gut, haben wir ein bisschen Geld ausgegeben. Zack, bin ich hier auf dem Mai. Bis bald. Leb wohl, Holde Mai. So. Gibt's hier irgendwas, was man so noch einsacken kann? Nein, schade. So. Einmal das Quest auch. Ein Monster unterm Bett. Die Sache ist. In dieser Welt könnte das sogar stimmen. Hier gibt es gruselige Monster und Gestalten und komische Dinge und ich weiß auch nicht. Für manche Sachen finde ich einfach keine Worte. Ja, fiese Katze, ey. Nee. Gut. Was machen wir als nächstes? Nebenquest, blablabla. Ja, sprich mit dem Aufseher, ist ja fast wie ein Fallout. Schwarze Perle, ist. Das war woanders, da muss ich noch mit dem Schiff irgendwo hinfahren, glaube ich. Nee, das war nicht nett. Was machen wir mal zu? Was haben wir denn hier für. Hexeraufträge, das Ding aus dem Sumpf. Irgendwann werde ich es nochmal versuchen. Das ist mir zu hoch. 15, sprich mit der Wache. Novigrad, wo ist denn das? Hier machen wir mal so ein paar Nebenquests zu Ende. Ja, hier 13, dann 15. Passt schon.
Wo muss ich denn da hin? Ja, das ist ja gar nicht mal so weit weg. Dann los. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Jetzt werde ich hier mal eine Runde abspeichern. Das habe ich nämlich irgendwie gar nicht gemacht. Die letzte Folge. So, das machen wir hier. Ja, in dem Sinne werde ich mich mal für diese Folge verabschieden. Wie immer war es mir eine Freude. Dann einen wunderschönen Abend noch an alle Wochenendkrieger und Freizeitkrieger. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin, ciao!